Dudes of Tomorrow. Oh Gott. Also da bin ich ja jetzt mal echt gespannt. Hey Leute und herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir hier ganz viel gelootet und so. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause, pflanze die ganzen Pflanzen an, die ich bekommen habe. Und dann werde ich nach Scorpion 7 gehen. Also hier in diese Richtung ist es, da hinten. So. Und Scorpion 7 ist ja auch so eine Militärbasis. Und da werde ich mich mal umschauen und gucken, was das so geht. Wir schnappen uns unseren tollen Traktor. Und düsen dann mit dem zurück. So. Ich fülle den einfach mal auf. So, so. Zack. Okay. So, oh, einmal wenden. So, wenden. Du kannst das. Gut. Braver Traktor. So. Und so können wir besser fahren. Das ist wunderbar. Dann pflanzen wir nämlich bei uns zu Hause die ganzen Dinge. Und dann haben wir sehr wenig Nahrungsprobleme. Das Auto da ist schneller, gell? Oh Mann. Naja, wir düsen jetzt erstmal mit dem Traktor. Ich meine, 50 km/h kann der. 45 kann er erreichen. 44? Oh Gott, okay. Der ist schlecht. So, egal. Hauptsache, wir kommen schnell von A nach B. Ja, ich werde mir dann ein besseres Auto noch organisieren, keine Frage. Allerdings ist der jetzt halt gerade gefüllt und sonst muss ich immer hin und her und hin und her und hin und her. Deswegen düsen wir jetzt einfach mit dem Traktor so ein bisschen um die Wette. So, wir sind ja auch schon gleich da, dort hinten am Hügel. Ich habe von dieser Map hier habe ich noch nicht mal alles erkundet. Ich war einmal kurz in Washington und in dieser Stadt auf der Seite. Aber es gibt noch, wenn ich mich nicht täusche, okay, eigentlich gar nicht mehr so viel. Okay, das da unten. Heritage Village, Olympia Military Base. Also da will ich auf jeden Fall noch vorbeischauen. Jetzt will ich aber erstmal unsere Dinger hier anpflanzen. Ne? Und gucken, dass das hier alles funktioniert. So. Okay. Das ist so schön hier, was wir uns bis jetzt aufgebaut haben. Oh, Nachtsichtgerät machen wir aus natürlich. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dort bauen wir unsere Felder auf. So, ich werde jetzt erstmal daraus dann die ganzen Seeds machen. So, Karotten-Seed, Corn-Seed, Lettuce-Seed, Potato-Seed. Okay. Und das pflanzen wir jetzt alles hier da, direkt daneben an. Oh, ist der Baum gerade gewachsen? Cool. Nice, okay. Hier, equippen. So. Wo haben wir noch? Das hier. So. Pflanzen wir alles hier direkt einfach mal an. Oh, da habe ich noch einen. So, und dahinter vielleicht noch. So. Und nochmal. Da habe ich ja einen Haufen von. Okay. Die beiden hier kann ich schon mal ernten. So. Das ist gut. Dann kann ich aus einem wieder hier machen wir zwei Tomaten-Seeds wieder. So. Zack. Und zack. Okay. Oh, ich könnte sogar. Oh, nice. So. Okay. Warte, wie viele Tomaten habe ich jetzt im Inventar? Zwei Stück. Okay. Cool. Also am Essen. Das mit dem Essen, das funktioniert jetzt. So. Dann packe ich jetzt mal hier die Soda. Nee. Ah, doch. Das könnten wir eigentlich mal hier in die Kisten packen. So. Mach's rein. Den Candy Bar behalte ich mal. So. Und das Getränke. Ja, das Getränke, das packe ich auf die Seite. So. Warte mal. Oh, okay. Das da. Damit würde ich mich noch gerne ausrüsten. So. Wunderbar. Mach mal hier mal kurz Platz. So. Und dann verschieben wir ein bisschen was. Habe ich da hinten in der Kiste. Ist da noch Platz für was? Nehmen wir mal die Clips. Kann ich die nicht aufeinander stacken? Schade, geht nicht. Dann packe ich die jetzt einfach mal hier unten rein. Okay, da haben wir keinen Platz für irgendwelche Dinge. Schade. So, wir sortieren das jetzt einfach mal.
Ahahaha, Mist. Ich brauche halt wieder eine Kiste irgendwie. Das ist das Doofe. So. Die Sticks habe ich. Ich habe 3 Sticks. Warte mal, das da droppen wir jetzt einfach mal. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. So, dann fälle ich jetzt einfach mal kurz noch einen Baum. Ich will eine dritte Kiste machen. Now! So. Eine dritte Kiste. So. Logs brauche ich. Auf jeden Fall. So. So. Und so. Okay, Missing Space. Craften. Wir craften uns hier die Planks. Einmal und zweimal. So, und jetzt könnte ich doch die Crate machen, oder? Nein. Ach so, die liegen da auf dem Boden, die Planks. Alles klar, wir müssen Platz schaffen. Okay, so. Dann droppen wir das jetzt einfach mal. Ich droppe das jetzt nur und sammle es später wieder ein. So. So. Und so. Und so. Und das dahin. So, jetzt hier die Blanks will ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Reicht das jetzt? Ich will die Crate machen. So, Craft. Ne, es fehlt noch eins. Okay, nehmen wir den hier. So, Craft. Das da. So. Und dann kann ich jetzt endlich die... es ist wieder getroppt auf den Boden. Okay, dann werfen wir das hier kurz. Ne, warte, das muss so. So, geh. So, jetzt habe ich wieder eine Kiste am Start. So, hier, equip. Und die nächste Kiste kommt einfach mal dahin. So, warte mal. Da, so. Okay, und da kann ich jetzt auch Dinge reinpacken. Ich packe hier mal das Holz an die Seite. So, diese Waffe, die nimmt mir einfach zu viel Platz weg. Die packe ich mal dahin. Das da packe ich mal hier hin. Habe ich irgendwie noch Logs oder sowas? Eine Säge habe ich, okay. Hat die da unten noch Platz? In der Kiste? Ja komm, den packen wir einfach mal hier mit rein. Was ist das? Splint packen wir mal da rein. So. Und der Rucksack. Daypack. Das ist ein Green Travel Pack. Ist der hier, ist da mehr Platz drin? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Weil ich kann es mir gerade irgendwie nicht geben. So. So. Und so. Jetzt lese ich mal das Zeug da hinten wieder auf. Was ich fallen. Also die Bandagen auf jeden Fall. So. Ich könnte mich übrigens mal verbinden. So. Und Antibiotika nehme ich auch auf. Und die Planken. Ah, gut. Ne, den Rest. Das. Na, ich nehme es jetzt einfach mal mit. So. Okay. Ist ja Platz in den Kisten noch für ein bisschen was. Okay, nee, ich habe sowieso jetzt. Jetzt habe ich Platz. Okay, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Zu dieser Scorpion Militärbasis. Dort will ich jetzt nämlich hin. So. Achtung, mein Geländewagen. Voll am. Hui! Okay, hier geht's tief runter. Okay. Let's go. Wir holen uns jetzt ein paar Dinge aus der Militärbasis. Da freue ich mich schon drauf. Übrigens glaube ich, die nächste Nacht ist die Vollmondnacht, wo die Zombies stärker sind. Da habe ich mega Respekt vor. Und ein bisschen Angst, aber gut. Okay, jetzt düsen wir erstmal durchs Dorf durch. Und zu dieser Scorpion 7 Militärbasis. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das sein soll so genau. Ich brauche auf jeden Fall ganz viele Kisten, ey. Das ist ja abnormal, wie viele Sachen ich hier habe. So. Huch. Okay, let's go. Ist nicht allzu weit. So. Ah. Okay, jetzt ab da durch. Ich hoffe, ich kann die damit umfahren. Okay, sie haben mich schon fixiert. Eins. Okay, okay. Es sollte kein Problem sein. Zack. Zack. Mich hält keiner auf. Das ist gut. Okay, düsen wir durch. Wow. Okay.
Dort vorne ist die Scorpion 7 Militärbasis, wenn ich jetzt hier reinbiege. Und da bin ich gespannt, was mich erwartet. So. Steigen aus. Rüsten uns aus. Und begeben uns erstmal. Oh, oh. Was heißt begeben uns erstmal? Wir trinken jetzt erstmal. Was? So. So, okay. Kann ich nochmal was trinken? Nee, kann ich nicht. Okay. Reicht erstmal. Wir gehen da jetzt hin und gucken, was mich erwartet. Scorpion 7. Was? Institutes of Tomorrow. Oh Gott. Also, da bin ich ja jetzt mal echt gespannt. Und da könnte ich auch... Hallo? Ja? Du? Pam. Und... Pam. Okay, der ist weg. Was ist das? Nee, nee, ich nehme das jetzt erstmal nicht mit. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit mache. So. Oh Gott. Hier ganz viel von diesen Crates. Komm her. Und Pam. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Komm her. Und Gott. Ups. Und hoch. Pam. Und Pam. Okay, was ist das? Chemicals. Was kann ich mit Chemicals machen? Oh mein Gott. So, und zack. Er ist weg vom Fenster. Gut, jetzt gehen wir da auch tatsächlich mal rein. Was mich da wohl erwartet, ey. Hallo? Okay, das nehme ich mit. Canned Beef. Werde mir jetzt einen Schluck gönnen. So. Om nom 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 nom. So. Okay. Was ist das hier für eine Base? Wow. Oh Gott. Hier ist irgendwo noch einer. Ich höre den doch. Wow, wow. Boah, der hat mich jetzt erschreckt. Ein Labor ist das hier. Haben die den Zombie-Virus entwickelt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich sollte hier vorsichtiger rumlaufen. Aber die Tabletten nehme ich auf jeden Fall alle mit. Oha, hier geht's noch in den Keller. Mein Gott, die Base ist ja krass groß. Ich gehe jetzt mal hier nach unten, ne? Was ist hier passiert? Chemicals. Die haben die Zombies gezüchtet oder was ist hier passiert? Ich nehme mal die Vitamine zu mir. So, denn die helfen mir ja, das Grüne da aufzuwerten. Wieder. Das mache ich jetzt mal. So, auch gut. Das können wir ja dann direkt einfach voll machen. Guck mal, ey. Krass. Das hat mich jetzt einfach komplett voll gemacht. So. Nein, ich renne hier nicht mit der Kettensäge rum. So, dann gehen wir noch nach oben. Da auf dem Dach. Hallo? Okay, hier ist keiner. Okay, ich habe die Base hier eingenommen. Cool, ich habe nicht damit gerechnet, dass mich sowas Chilliges erwartet. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen, wie nennt man das? Anspruchsvoller. Kann ich da reinspringen? Oh, fuck! Nein! Hast du Morphin? Verdammt! Adrenalin! Nein, ich habe einen geknochenen Brochen. Oh, oh. Kann ich das mir... Mist! Verdammt, was mache ich da nochmal? Stopping Bleeding! Nein, ich habe einen gebrochenen Knochen, meine ich. Mist! Was? Ich kann Uranium und Plutonium mixen? WTF. Sterbe ich jetzt? Ich werde mein Dingens auffüllen. So. Oh Gott. Ich fülle diesen Wagen da, der ist schneller. Ah, gut. Hä? Mein Knochen ist nicht mehr gebrochen.
Das ist aber schön. So. Ich fülle den jetzt einfach auf. Und dann düsen wir da wieder weg. So. Also diese Base lohnt sich teilweise einfach zu looten. So. Puh, dann fülle ich diesen Chip jetzt einfach mal. Und dann können wir wieder zurückdüsen. Ich brauche viel mehr von diesen Kisten. So. Oh Mann, Mann, Mann. So. Sollte es erstmal reichen. So. Ich lasse den Traktor jetzt da stehen. Traktor, du hast mir gute Dienste geleistet, aber ich fahre jetzt zurück, weil das Auto hier schneller ist, um 10 km/h. Und es sieht halt stylischer aus und passt zu meiner Uniform. Yay! Yeah. Cool. So. Hallo Zombies. Hi. Pam. Die können mir nichts. Ihr könnt mir nichts. Ihr könnt mir nichts. Tschüss. So. Wuhu. Und dann könnte ich rein theoretisch noch skillen. So. Ich sollte, ich glaube, ich könnte mir eine Garage bauen. Das wäre auch was Cooles. So. Wir sind gleich zu Hause. Ah, ne. Ich muss noch über die Brücke. Ups. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Aber gut. So. Da müsste ich jetzt rein theoretisch hochfahren, aber ich weiß nicht, ob das das Auto packt. Wobei, es ist ein Geländewagen. YOLO! Nach oben, nach oben, nach oben. Hier fahre ich ja ab und zu runter, oder? Täusche ich mich da? Ja. Oh, fuck. Fast einen Unfall gebaut. So. Okay, cool. Dann würde ich sagen, meine Freunde, war's das mit dieser Folge. Das ganze Zeug hier ist gewachsen. Das finde ich übrigens richtig toll. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.